Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Themenrunde. Endlich mal wieder eine Themenrunde nach ein paar Wochen. Ich hatte einfach keine Idee für ein Thema und dementsprechend heute mal wieder eine. Und zwar möchte ich mit euch heute über ein ziemlich interessantes Thema sprechen, wie ich finde. Im Hintergrund ein kleines TF2 Gameplay, das, und zwar über luzide Träume bzw. Klartraum. Und dem einen oder anderen wird das jetzt nichts sagen. Das ist ein Traum, bei dem der Träumer bzw. der träumt, bei Bewusstsein ist und den Traum beeinflussen kann. Was, denke ich mal, eine coole Sache ist. Also wer schon immer mal davon geträumt hat, ohne Ende Autos zu klauen, ohne Probleme zu kriegen oder von einem Turm zu springen, ohne zu sterben. Für den ist das genau das Richtige, denn da kann man unrealistische Träume wohl sozusagen verwirklichen, da es wohl relativ real wirkt. Real einmal hin, alles drin. Und da dementsprechend wollte ich jetzt mal zu dem Punkt kommen, wie man das trainieren kann. Beziehungsweise ob das jeder kann, beziehungsweise wie das geht. Es kann jeder. Man sagt, dass kreative Menschen das besonders gut erlernen können, sozusagen. Aber es kann trotzdem auch jeder andere, auch einer, der vielleicht nicht so kreativ ist. Und ja, wie macht man das Ganze? Zum einen muss man sein Traumgedächtnis stärken. Das macht man einfach, indem man, immer wenn man sich an den Traum erinnern kann, also man träumt wohl immer, kann sich aber nur selten dran erinnern. Und zwar immer aufschreiben, wenn man weiß, was man geträumt hat. Direkt nach dem Aufwachen, dass man gar nicht groß erst wach wird, weil dann viele Details verloren gehen. Direkt nach dem Aufwachen schnell aufschreiben. So kann man am besten sein Traumgedächtnis stärken. Dann wird man immer öfter träumen und irgendwann dann schließlich immer, beziehungsweise dran erinnern. Träumen tut man ja, wie gesagt, wohl immer. Und wenn man das gemacht hat, ist man schon einmal auf einem sehr, sehr guten Weg. Und zwar muss man dann, die Frage ist, wie mache ich weiter? Und zwar gibt es dann sogenannte Reality-Checks. Da gibt es einmal irgendwie, dass man was auf den Zettel schreibt und dann über den Tag, also wenn man wach ist, immer mal drauf guckt, kurz wegguckt und wieder hinguckt. Dann sollte alles so bleiben, wie es ist. Das gleiche geht mit einer Uhr. Klar, dann ist der Zeiger 1-2 Sekunden vorgesprungen, aber die Ziffern und so sind noch wie immer. Weil wenn man das immer wieder macht, prägt sich das irgendwann ein ins Unterbewusstsein. Und dann wird man irgendwann automatisch davon träumen, dass man auf eine Uhr guckt. Oder eben auf einen Zettel. Wenn man da irgendwas draufschreibt und dann immer wieder hin, zurück, weg und hin. Dann wird man das irgendwann im Traum machen. Und dann sollte beim zweiten Gucken auf den Zettel oder auf die Uhr im Traum irgendwas Komisches passieren. Das sind vielleicht die Ziffern von der Uhr weggehen oder da ist nichts mehr. Das alles gleich bleibt, ist relativ unwahrscheinlich, da Träume meist verrückte Sachen abspielen, sag ich mal. Und ein weiterer guter Reality-Check ist, sich einfach über den Tag verteilt. Nicht nur einen Tag, sondern lange über Wochen, über Monate, bis man das gelernt hat, immer mal die Nase zuhält. Und dann versucht zu atmen, Mund natürlich auch zu. Dann prägt sich das nämlich ins Unterbewusstsein ein. Und dann kann man, dann träumt man irgendwann davon, dass man sich die Nase zuhält. Aber man bewegt sich im Traum generell nicht, nur automatisch mal zum Drehen, aber wenn man bei Bewusstsein ist, richtig bewegen kann man sich im Traum bewusst nicht, außer die Augäpfel, glaube ich. Dementsprechend wird man sich dann, wenn man sich im Traum die Nase zuhält, gar nicht wirklich die Nase zuhalten, sich nur das Ganze vorstellen, dass man sich die Nase zuhält. Dementsprechend wird man atmen können. Wenn man dann merkt, man atmet, dann merkt man das, dann erinnert man sich, aha, was, wie geht das, ach, ich träume. Und ja, so hat man das Ganze dann geschafft. Im Durchschnitt hat jeder zweite Mensch einmal in seinem Leben einen luziden Traum. Die wenigsten wissen, was das ist und wissen dann gar nicht genau, worum es sich dabei handelt. Beziehungsweise, was sie da hatten, denken einfach, ich hatte da einen relativ realistischen Traum. Diese Reality-Checks helfen einem dann, um das Ganze sozusagen zu erlernen. Und ja,
den einen oder anderen habe ich jetzt vielleicht neugierig gemacht. Für den werde ich nochmal zwei, drei Videos, die ich zu diesem Thema geguckt habe, mit denen ich mich informiert habe, in die Beschreibung verlinken, wer noch ein bisschen mehr darüber erfahren will. Und falls ihr irgendwie Fragen habt, dann könnt ihr die gerne stellen. Oder irgendwelche Vorschläge für nächstes Thema. Und dann würde mich noch interessieren, was habt ihr damit schon irgendwelche Erfahrungen? Oder was denkt ihr darüber? Das würde mich immer interessieren. Schreibt das in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Bis dahin, ciao, haut rein.